62,9% der Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung erkranken im Laufe ihres Lebens an einer weiteren Persönlichkeitsstörung. Im echten Leben bedeutet das, dass die Wahrscheinlichkeit, auf einen reinen Narzissten zu stoßen, deutlich geringer ist als auf einen Narzissten mit mindestens einer weiteren Persönlichkeitsstörung. Die mit Abstand häufigste Begleiterkrankung ist dabei die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Beide Störungen gehören zu dem Cluster B-Persönlichkeitsstörung, haben also dieselbe Kategorisierung und Überschrift. Aber nicht nur das. Es gibt einige Studien und theoretische Ansätze, die nahelegen, dass Borderline und narzisstische Persönlichkeitsstörung verschiedene Aspekte eines gemeinsamen Spektrums darstellen könnten. Ich bin Professor Ashok Rien. Ich denke, wenn wir Narzissmus wirklich verstehen wollen und Narzissten frühzeitig entdecken, entlarven und geeignete Abwehrstrategien entwickeln wollen, müssen wir uns zwingend mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung auseinandersetzen. Und genau das will ich heute mit Ihnen tun. Und ich lehne mich so weit aus dem Fenster, dass ich Ihnen einen echten Erkenntnisknaller, einen Aha-Moment aus psychoanalytischer Sicht verspreche, zu dem ich Sie im Laufe dieses Videos führen werde. Bleiben Sie dran und seien Sie gespannt. Ich bin Ihnen dann jedenfalls gespannt auf Ihre Kommentare, also Ihr Feedback, ob ich Ihre Erwartungshaltung, die ich gerade wecken wollte, auch erfüllen konnte. Lassen Sie es mich bitte wissen. Lassen Sie uns aber jetzt starten mit der Frage: Wie ist man darauf gekommen, dass NPS und BPS Aspekte desselben Spektrums sind und so große Überschneidungen bzw. Überlappungen haben? Dazu habe ich Ihnen einen kurzen Abriss aus gleich vier verschiedenen Forschungsfeldern mitgebracht. Als erstes der klinisch-diagnostische Ansatz. Wir als Menschen sowieso versuchen ja Schubladen zu bilden, zu kategorisieren, also eine Ordnungsstruktur zu haben. Und wenn wir uns normale Diagnostiksysteme angucken, dann funktioniert das ja genau so. Ne? Wir haben Symptome und dann können wir sagen, das ist es oder das ist es nicht. Es gibt aber auch einen anderen Ansatz, und das ist der sogenannte dimensionale Ansatz zu Persönlichkeitsstörungen. Der dimensionale Ansatz der Persönlichkeitsstörung, wie er im DSM-5 Alternativmodell für Persönlichkeitsstörungen vorgeschlagen wird, betrachtet Persönlichkeitsstörungen nicht als klar getrennte Kategorien, sondern als Kontinuum von Persönlichkeitsmerkmalen. In diesem Modell werden Persönlichkeitsstörungen anhand von Beeinträchtigungen im Funktionsniveau der Persönlichkeit, also Identität, Selbststeuerung, Empathie, Intimität und pathologischen Persönlichkeitsmerkmalen, zum Beispiel Negativität, Antagonismus, Desinhibition. Desinhibition ist die Enthemmung, also dieses impulsive Enthemmtsein und Sachen tun für kurzfristige Befriedigung, bei dem man eigentlich weiß, dass sie falsch sind. Diese Sichtweise könnte erklären, wie BPS und NPS auf einem gemeinsamen Spektrum von Persönlichkeitsdysfunktionen liegen. Weil es nämlich so viele Überschneidungen gibt oder Gemeinsamkeiten nur, und dann gibt es ganz wenige Sachen, wo es mal auseinander geht. In nächstes Feld schauen wir uns Studien zur Komorbidität an. Eine Studie von Esterberg, Gulding und Walker aus 2010 untersuchte die Komorbidität von Persönlichkeitsstörungen und fand heraus, dass Merkmale von BPS und NPS häufig gemeinsam auftreten. Dies unterstützt die Idee, dass sie Teile eines gemeinsamen psychopathologischen Spektrums sein könnten. Kelliger, Levi, Jeomans 2015 diskutierten in ihrem Artikel zur Diagnostik und Behandlung von Persönlichkeitsstörungen die Überlappungen zwischen BPS und NPS und schlagen vor, dass beide Störungen durch grundlegende Probleme in der Regulation des Selbstwertgefühls und der Beziehungsgestaltung verbunden sind. Psychodynamische Perspektive. Aus psychodynamischer Sicht wird oft vorgeschlagen, dass BPS und NPS gemeinsame Entwicklungswege haben können, insbesondere in Bezug auf frühkindliche Bindungen und traumatische Erfahrungen. Otto Kernberg, ein herausragender Psychoanalytiker, also mein Held auf diesem Gebiet, wenn Sie so wollen, hat umfangreich über die Überschneidung zwischen Borderline und narzisstischen Persönlichkeitsstrukturen geschrieben. Und auch da vorgeschlagen, dass sie auf gemeinsamen pathologischen Mechanismen wie Spaltung und primitive Abwehrmechanismen basieren.
Und last but not least, neurobiologische Studien. Neurobiologische Forschung, wie die von Donegan und Kollegen aus 2003, haben gezeigt, dass es Gemeinsamkeiten in der Hirnfunktion und Struktur bei Menschen mit BPS und MPS gibt. Insbesondere in den Bereichen, die mit der Emotionsregulation und dem sozialen Verhalten verbunden sind. Dies könnte darauf hindeuten, dass ähnliche neurobiologische Grundlagen beiden Störungen zugrunde liegen. Diese Studien und Theorien legen nahe, dass BPS und NPS nicht völlig unabhängig voneinander sind, sondern im Gegenteil verschiedene Ausprägungen einer gemeinsamen und zugrunde liegenden pathologischen Struktur darstellen. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung gehört zu den sogenannten emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen. Die Diagnose wird häufig gestellt, wenn Personen wiederkehrend Schwierigkeiten in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen erleben, starke Stimmungsschwankungen haben und oft ein gestörtes Selbstbild aufweisen. Zur Diagnosestellung werden in der Regel die Kriterien des Diagnostischen und Statistischen Manuals psychischer Störungen, also DSM-5, oder des ICD der Weltgesundheitsorganisation, also bei uns in Deutschland zum Beispiel, wird der ICD angewandt. Welche Symptome haben wir? Die Symptome der Borderline-Persönlichkeitsstörung sind vielschichtig und prägen das Erleben und Verhalten der Betroffenen auf tiefgreifende Weise. Die Hauptmerkmale dieser Störung umfassen emotionale Instabilität, impulsives Verhalten und intensive, oft instabile zwischenmenschliche Beziehungen. Wir gehen jetzt mal etwas detaillierter in die Symptome. Und da gibt es ein großes Leitsymptom, und das ist die Angst vor dem Verlassenwerden. Das ist das prägnanteste und durchdringendste Merkmal der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Dieses Symptom manifestiert sich als eine intensive und anhaltende Sorge, im Stich gelassen oder verlassen zu werden, selbst wenn es dafür keine realistischen Gründe gibt. Diese Angst kann tiefgreifende Auswirkungen auf das Verhalten, die Emotionen und die zwischenmenschlichen Beziehungen der Betroffenen haben. Die Ursachen für die Angst vor dem Verlassenwerden bei Menschen mit BPS sind vielschichtig und können sowohl biologische als auch psychosoziale Komponenten umfassen. Häufig haben Betroffene in ihrer Vergangenheit Erfahrungen mit Instabilität, Missbrauch oder Vernachlässigung gemacht, die zu einer tiefen Unsicherheit in Beziehungen führen. Diese frühen Erfahrungen können das Bindungsverhalten beeinflussen, sodass Betroffene extreme Angst davor entwickeln, erneut Verlust oder Ablehnung zu erleiden. Die Angst vor dem Verlassenwerden kann zu verschiedenen Verhaltensweisen führen, die darauf abzielen, das befürchtete Ereignis zu verhindern oder zu kontrollieren. Klammern. Personen mit BPS neigen dazu, sich stark an Bezugspersonen zu binden und können übermäßig abhängig oder fordernd erscheinen. Manipulatives Verhalten. Um zu verhindern, verlassen zu werden, können Betroffene unbewusst manipulatives Verhalten wie Schuldzuweisung oder Dramatisierung einsetzen. Impulsives Trennungsverhalten. Ironischerweise kann die Angst vor dem Verlassenwerden auch dazu führen, dass Personen mit BPS-Beziehungen abrupt beenden, von jetzt auf gleich. Ein vorwegnehmendes Handeln, um der Verletzung des Verlassenswerdens zuvorzukommen. Nicht ich wurde wieder verlassen, ich habe verlassen. Überwachung und Kontrolle. Einige Betroffene versuchen, ihre Partner oder Freunde zu kontrollieren oder zu überwachen, um Anzeichen einer möglichen Trennung frühzeitig zu erkennen. Emotionale Auswirkungen. Emotional führt die Angst vor dem Verlassenwerden oft zu intensiven und wechselhaften Gefühlszuständen. Betroffene können extrem sensibel auf tatsächliche oder eingebildete Anzeichen von Zurückweisung oder Distanzierung reagieren. Dies kann zu plötzlichen Stimmungsschwankungen führen, von intensiver Wut oder Verzweiflung bis hin zu euphorischer Idealisation der Bezugsperson, wenn diese Nähe und Unterstützung zeigt. Die Angst vor dem Verlassenwerden und die daraus resultierenden Verhaltensweisen können erhebliche Auswirkungen auf zwischenmenschliche Beziehungen haben. Beziehungen können durch das intensive Bedürfnis nach Nähe und die Angst vor Trennung belastet werden. Partner oder Freunde fühlen sich möglicherweise überfordert oder eingeengt, was paradoxerweise die Befürchtungen des Betroffenen bestätigen und die Beziehung weiter destabilisieren kann. Die emotionale Instabilität ist eines der Kernsymptome der BPS.
und manifestiert sich in abrupten und extremen Stimmungsschwankungen. Diese können sich innerhalb von Stunden oder sogar Minuten ändern. Häufige Emotionen sind intensive und unkontrollierbare Wut, tiefe Traurigkeit oder Angst. Die Stimmungsschwankungen sind oft eine Reaktion auf zwischenmenschliche Stressoren und können auch ohne erkennbaren Grund auftreten. Unser Selbstbild. Menschen mit BPS erleben häufig ein stark schwankendes Selbstbild und Selbstwertgefühl. Ihre Meinung über sich selbst kann sehr schnell von extrem positiv zu extrem negativ wechseln. Diese Unsicherheit im Selbstbild kann zu Schwierigkeiten führen. Eigene Wünsche, Ziele oder berufliche Präferenzen klar zu identifizieren. Dies führt oft zu einem Gefühl der Leere und Unsicherheit darüber, wer sie eigentlich sind. Impulsives Verhalten. Impulsivität bei Personen mit BPS äußert sich oft in selbstschädigen oder risikoreichen Verhaltensweisen. Dazu gehören unter anderem Substanzmissbrauch, rücksichtsloses Fahren, Essstörungen, Glücksspiel oder hochriskanten Sexualverhalten. Dieses Verhalten scheint oft ein Versuch zu sein, unerträgliche Gefühle zu bewältigen oder kurzfristig Erleichterung von emotionalen Schmerzen zu finden. Wir haben intensive, instabile Beziehungen. Die zwischenmenschlichen Beziehungen von Personen mit BPS sind häufig intensiv und konfliktreich. Die Betroffenen können schnell enge Bindungen eingehen, die sie idealisieren, um sie dann plötzlich und vehement abzulehnen. Dieses Muster von Idealisierung und Entwertung kann Beziehungen sehr instabil und unberechenbar machen. Die Angst vor dem Verlassenwerden spielt oft eine zentrale Rolle und kann zu klammernden oder manipulativen Verhalten führen. Chronisches Gefühl von Leere. Viele Menschen mit BPS berichten über anhaltende Gefühle von Leere. Dieses Gefühl wird oft als eines der quälendsten Symptome der Störung beschrieben. Es kann zu weiteren impulsiven oder selbstschädigen Verhalten führen, als Versuch, dieses Gefühl der Leere zu füllen oder zu betäuben. Schwierigkeiten bei der Kontrolle von Wut. Wutausbrüche können bei BPS heftig und schwer zu kontrollieren sein. Diese können sich in verbaler Aggressivität, körperlichen Auseinandersetzungen oder andere Formen von Aggression äußern. Die Wut kann plötzlich entstehen und ebenso schnell wieder nachlassen, was bei den Betroffenen und ihren Angehörigen für Verwirrung und Stress sorgt. Es kommt zu dissoziativen Symptomen. Unter Stress können Menschen mit BPS dissoziative Symptome erfahren, wie das Gefühl der Entfremdung von sich selbst oder der Umwelt. Das ist quasi dieses Neben sich stehen. Diese können von milden Formen wie dem Gefühl, neben sich zu stehen, bis hin zu schwerwiegenden dissoziativen Zuständen reichen. Selbstverletzendes Verhalten. Ganz, ganz typisch für BPS. Selbstverletzendes Verhalten, also Handlungen wie Schneiden, Verbrennen, andere Formen der Selbstschädigung, auch bewusst hochriskantes Sexualverhalten. Ich kenne ein Fallbeispiel, wo eine Frau bewusst auf private Gangbang-Partys gegangen ist, obwohl sie wusste, dass dort HIV-positive Männer sind und bewusst mit diesen ohne Verhütung Sex hatte, als Form des selbstverletzenden Verhaltens. Dieses Verhalten dient oft als eine dysfunktionale Methode, um mit überwältigenden Emotionen umzugehen oder innere Spannungen zu reduzieren. Diese Symptome der Borderline-Persönlichkeitsstörung stellen eine erhebliche Herausforderung für die Betroffenen und ihr Umfeld dar, das ist ja klar. Aus all den genannten Denk- und Verhaltensweisen lässt sich eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur bzw. Organisation ableiten. Die Konzeptualisierung der Borderline-Persönlichkeitsorganisation stammt, wie soll es sonst sein, ursprünglich von Otto Kernberg, der in den 1970er Jahren umfassend zum Verständnis von Persönlichkeitsstörungen, insbesondere NPS und BPS, beigetragen hat. Kernberg unterscheidet zwischen verschiedenen Ebenen der Persönlichkeitsorganisation, neurotisch, borderline und psychotisch, wobei die Borderline-Persönlichkeitsorganisation eine spezifische Art der psychischen Struktur beschreibt.
die sich auf ein mittleres Niveau der Funktionsfähigkeit bezieht. Hauptmerkmale der Borderline-Persönlichkeitsorganisation. Kernbergs Theorie basiert auf der Annahme, dass die Borderline-Persönlichkeitsorganisation durch spezifische kognitive und affektive Muster charakterisiert ist, die sich von gesünderen oder stärker gestörten psychischen Zuständen unterscheiden. Zu den Hauptmerkmalen zählen Identitätsdiffusion. Dies bezieht sich auf ein unsicheres oder schwach integriertes Selbstbild. Personen mit einer Borderline-Persönlichkeitsorganisation haben oft Schwierigkeiten, ein kohärentes Gefühl von sich selbst zu bewahren, was sich in instabilen Zielen, Werten und Beziehungen äußert. Primitive Abwehrmechanismen. Zu den typischen Abwehrmechanismen gehören Spaltung, Projektion und projektive Identifikation. Spaltung bedeutet, dass Personen mit BPS dazu neigen, Objekte, so sagt man in der Psychoanalyse, also andere Menschen oder sich selbst, entweder als ganz gut oder ganz schlecht zu sehen, ohne eine integrative Sichtweise, die gute und schlechte Aspekte vereinen kann. Projektion beinhaltet das Zuschreiben der eigenen unakzeptablen Gefühle oder Gedanken auf andere, während projektive Identifikation eine komplexere Form der Projektion ist, bei der die Person versucht, andere dazu zu bringen, sich entsprechend den projizierten Attributen zu verhalten. Wirklichkeitsprüfung. Obwohl die Wirklichkeitsprüfung im Allgemeinen intakt bleibt, ist das, was ich erlebe, tatsächlich wahr oder habe ich jetzt Wahnvorstellungen? Kann es unter Stress oder in emotional aufgeladenen Situationen zu Verzerrungen kommen? Dies führt dazu, dass Personen mit BPS zeitweise Schwierigkeiten haben, zwischen eigenen inneren Empfindungen und äußeren Realitäten zu unterscheiden. Und es gibt eine sogenannte Über-Ich-Pathologie. Also es gibt ja das Ich, es gibt sogar verschiedene Ichs, aber wir haben ein sogenanntes Über-Ich. Wird häufig auch als Gewissen bezeichnet oder als der Rahmen, der erstrebenswerte Rahmen von Werten und Normen. Das Über-Ich einer Person mit Borderline-Persönlichkeitsorganisation ist oft als grausam oder inkonsistent beschrieben. Dies kann zu strengen Selbsturteilen führen und das Selbstwertgefühl noch weiter negativ beeinflussen. Und an dieser Stelle möchte ich auflösen. Die Borderline-Persönlichkeitsorganisation finden wir auch bei Narzissten. Mangelnde Kontrolle von Wut kennen sie als narzisstische Wut, Hass und Aggression. Hang zu Affären und riskanten Sexualverhalten, Suchtverhalten und so weiter und so weiter. Alles lässt sich auf diese Persönlichkeitsorganisation zurückführen. In der Theorie Kernbergs können narzisstische Züge als ein Versuch gesehen werden, eine tiefgreifende Identitätsdiffusion und das innere Chaos zu stabilisieren. Narzisstische Menschen nutzen oft Grandiosität und ein aufgeblähtes Selbstbild, um ihre innere Leere und Schwächegefühle zu kompensieren. Diese narzisstischen Merkmale können sich in einer Borderline-Persönlichkeitsorganisation beispielhaft wie folgt manifestieren. Grandiosität als Abwehr. Grandiosität kann als Schutzmechanismus dienen, um sich gegen Gefühle von Minderwertigkeit und Schwäche zu wehren. Dieser Schutz kann jedoch brüchig sein und unter bestimmten Umständen zusammenbrechen, was zu typisch borderline-artigen Krisen beim Narzissten führt. Idealisierung und Entwertung. Das sind klassische Spaltungsdynamiken, die auch bei Narzissten vorkommen oder die nicht nur vorkommen, sondern ganz typisch und prägend sind. Personen können abwechselnd idealisiert und dann entwertet werden, was die Beziehungsinstabilität weiter verstärkt. Empfindlichkeit gegenüber Kritik. Wie bei rein narzisstischen Störungen kann Kritik bei einer Person mit narzisstischen Zügen innerhalb einer Borderline-Organisation zu extremen Reaktionen führen, da sie sowohl die Grandiosität als auch das instabile Selbstbild bedroht. Zusammenfassend können wir sagen, dass instabile Beziehungen, Empfindlichkeit gegenüber Kritik und Identitätsproblemen klare gemeinsame Merkmale der BPS und der NPS sind. Die Angst vor dem Verlassenwerden bei BPS und das übermäßige Bedürfnis nach Bewunderung bei NPS sind das jeweils zentrale Thema und klare Unterschiede.
Unterschiede haben wir auch bei der emotionalen Regulation und dem Selbstwertgefühl. Menschen mit EPS erleben extreme emotionale Schwankungen und haben Schwierigkeiten, ihre Emotionen zu regulieren. Menschen mit klarer, reiner NPS zeigen oft eine emotionale Kälte und sind weniger in der Lage, tiefe emotionale Bindungen zu anderen Menschen einzugehen. Das Selbstwertgefühl bei BPS ist oft extrem instabil und schwankt stark. Menschen mit NPS haben ein paradoxes Selbstwertgefühl. Sie können sich nach außen hin sehr selbstsicher und überlegen zeigen, innerlich aber von Unsicherheiten geplagt sein. Treten beide Störungen in Kombination auf, also als Komorbiditäten. Verwischen jedoch diese Unterschiede, was die Diagnostik zu einem komplizierten Puzzlespiel macht. Ich hoffe, dieser Beitrag hat Ihnen gefallen. Sie geben ihm ein Like, Sie abonnieren vielleicht auch diesen Kanal, unterstützen damit meine Arbeit hier. Ich sage bis bald. Bleiben Sie stark, bleiben Sie gesund. Ihr Professor Ashok Riem.